Hallo und willkommen zurück zu No Moria. Man sieht hier die Mans, die rücken an und die haben auch schon die ein oder andere Falle ausgelöst. Hier hätten noch Fallen sein können, waren aber nicht. Und ich glaube, wir haben unsere Truppen schon eingeteilt. Die gehen auch schon alle auf die Mans. Und ja, da heißt es jetzt eigentlich nur noch Feuer frei, aber nicht so schnell. Wir gucken uns erstmal noch die Truppen an. Hier haben wir zum Beispiel keinen Axtkämpfer. Müssen wir mal sehen, wie wir da nehmen. Möglichst keine Farmer, haben wir ja gesagt. Axtkämpfer. Vielleicht nehmen wir da auch jemand anderen. Ja, wo sind wir jetzt? Runtergescrollt. Ich habe wahrscheinlich hier unten. Genau. So, wir schauen mal, wir schauen mal. Ob wir jemanden mit der Axt haben. Ingenieur, 13 hat der. Der besser mit dem Schwert kämpfen. Der hier auch. Nehmen wir mal den. Und das ist The Blind Slaves of Carnage. Blind Slaves. Die an der Stelle hier bitte Schwert. Okay. Und die Position, im Moment Uniform, Schwert. Ja, gut. Alles klar. Nächste Truppe. Die Big Idlers, die haben keinen Axtkämpfer. Haben wir da, oh, der hätte einen Hammer. Hammer? Gucken wir uns erstmal die Crossbow-Truppe an. So, die sind alle, ja, mit Ranchern und Farmern besetzt. Big Idlers, nehmen wir da vielleicht. Ja. Gucken wir mal, wen wir da noch kriegen können. Hammer 44 ist schon mal nicht schlecht. Hammer 44, Hammer 38. Hammer 23. Hammer 20. Allzu gut sind die nicht. Ranger, dann nehmen wir hier oben den Farmer mit Hammer 44. So, Axtkämpfer soll der sein. Ist an die Ritterstelle. Das sind die Blind Slaves. An dritter Stelle. 1, 2. Moment. Moment, gehen wir nochmal hin. Blind Slaves haben wir gesagt, Big Idlers. Axtkämpfer. Big Idlers, Axtkämpfer, den bitte mit Hammer ausrüsten. Okay. Na, hier, Big Idlers nochmal. Da, okay, gut. Dann passt das. Und ich sag mal Feuer frei. Noch ein Man gut gesehen. Gucken wir mal. Ein vierter Man. All Squads. Oh Mann, wenn das mal gut geht. Wieder eine sehr blutige Sache, denke ich. Gut, dass das hier in der Nähe von unserem Krankenhaus ist. Ah, und die kommen da ran. Das ist nicht gut. Ah ja, die schießt mit der Armbrust aus der Ferne. Das ist schon mal gut. Ah, aber die rücken uns hier auf die Pelle. Das ist nicht gut. Para ist schon tot. Wer ist denn Para gewesen? Wer auch immer. Einer unserer Gnome. Oh Mann, das ist fies. Vier Mans auf einmal und da, die sind nicht allzu gut bewaffnet, glaube ich. Puh, wenn das mal gut geht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Drei Mans tot. Moment, ist der hier etwa der nächste? Ach, hier unten ist noch einer gestorben. Der ist jetzt tot. Mann, der ist ganz schön weit reingekommen. Nicht gut. Puh, und die haben Para verloren. Para ist gestorben. Ich weiß nicht, wer Para war. Schauen wir mal, wer das war.
Keine Ingenieurin, keine Brauerin, kein Koch. War das Woodcutter? Steinschneider vielleicht? Steinschneider Bar, der Steinschneider. Ja, oder ein Farmer. Vermutlich eher ein Farmer. Nicht gut. Wir brauchen unbedingt neue Gnome. Die sollten bald mal kommen. Naja, wir haben hier noch eine Menge zu tun, wie man sieht. Und die müssen sich teilweise natürlich auch erstmal hier erholen. Wie man hier sieht, haben die auch teilweise gelegen. Braucht eine längere Versorgung. Ja, die ganzen Fallen müsste man mal wieder alle spannen. Und sowieso muss hier einiges getan werden. Gehen wir mit der Geschwindigkeit mal rauf. Schauen wir mal, ob sich hier was tut. Oder vielmehr, dass sich was tut. Wir schauen auch gleich nochmal in unser Lager für die Armbrustbolzen aus Stein. Nach dem Speichern. Das sollte mal wieder ein bisschen länger dauert. Dumm die dumm. Na, wird das noch was? Da wird es noch was. Wir gehen raus aus der Pause und schauen hier unten nach. Waffenlager. 67 Serpentinbolzen. Okay. Das ist nicht schlecht. Ja, die Mains werden auch schon weggeräumt teilweise. Die Fallen noch nicht gespannt. Und unsere Ingenieure arbeiten hier schon. Warum macht er hier das aus Kupfer? Und nicht aus Bronze. Spring from Mechanism Base. Nee, ich verstehe das hier nicht. Das ist hier dem alles egal, wie der das macht. Anybar. Das ist so dumm. Ach. Naja, gut. Haben wir hier noch irgendwo Kupfer gesagt? Wahrscheinlich nicht. So, ich gehe mal hier. Engineer Shop. Copper Spike. Kanzel. Okay. Jetzt kriegen die wohl nicht auf die Reihe. Ja. Diese Kupfersachen, die haben wir jetzt da auf Lager und die werden dann eben nicht gebaut. Aber immerhin, das scheint hier dann doch zu funktionieren. Eine recht gute Geschwindigkeit. Schon mal nicht schlecht. Da liegt noch ganz viel Wolle rum. Die könnte eigentlich ins Rohlager. Ah, okay. Das Lager für Rohwolle ist wohl voll. Wir haben hier 32. Da kommen wir auf 96. Und dann noch weitere 6. Da kommen wir dann auf 102. Das heißt, wir haben zu wenig Säcke hier. Storage Bag. Gut, dass wir noch 9 Stück haben, dann können wir hier mal 6 hinbauen. Damit wir hier die Wolle einlagern können. Ist ja auch mal wichtig, dass das passiert. Gut, wie sieht's hier oben aus mit dem Boden? Der ist auch schon zu einem großen Teil hier verlegt. Nicht schlecht. Baumwolle liegt hier oben noch auf dem Feld und kann nicht reingebracht werden. Naja gut, da kommt was dazu, sehr gut, jetzt kann auch die Wolle eingelagert werden. Müsste auch gleich passieren. Ich denke mal, früher oder später dürfte gleich noch das eine oder andere Tier geschlachtet werden. Da haben wir nämlich jetzt auch einen großen Überschuss. Da müsste noch was weg. Und hier, ah, die ganzen Trap Bases, das ist doch so dumm, dass die da alle hingelagert werden. Da wurde jetzt die Alarmwelle hingeräumt. Verstehe ich auch nicht so ganz. Die war doch vorher noch in einem anderen Lager, oder? Die müsste nicht umgelagert werden, sondern die müsste gebaut werden. Naja. Alles ein bisschen Quatsch. Da muss die Alarmwelle hin. Gut, aber wenn jetzt erstmal hier das Material, also die Wolle zum Beispiel reinräumen würden, dann wäre das ja alles kein Problem, aber die räumen stattdessen, haben wir dann noch so viel Zweck zu räumen.
Hier oben, das wird auch nicht gemacht. Ja, wobei, hier vorne, ich glaube, hier haben sie ein bisschen was getan. 17% Wasser, 19% Wasser. Ja, das sollen sie hier noch verbinden. Das noch verbinden. Dass hier größer wird. Da die Bäume fällen. Genau, das wollen wir ja hier vorne. Ich drehe mal. Ein bisschen ändern hier alles. Die ganze Ecke. Oh, ich höre da. Arbeiten hier. Erdarbeiten, habe ich gerade gehört. Hat man hier wohl auch gemacht. Und dann die Hacke fallen lassen. Naja. Oh, hier oben die ganzen Toten, die da liegen. Ich hoffe, da kommt nicht viel dazu. Ich hoffe, dass wir den Platz noch, dass der Platz noch reicht. Naja. Ansonsten müssen wir den Friedhof bald mal vergrößern. Auch nicht unbedingt besonders schön. Naja. Was will man machen? Holz haben wir hier auf jeden Fall mal genug, denke ich. Schauen wir mal in unser Holzlager rein. Baumstammlager. Das sagt, wir haben gar keinen einzigen Baumstamm. Das ist nicht gut. Dabei soll hier doch gefällt werden. Genau, machen sie auch. Dann geht's rein. Wird verarbeitet. Haben die denn noch so viele Aufgaben hier? Der hat nicht so viele Aufgaben. Der hat nicht so viel. Ah, doch. Orange Wood Door. Wood for Poster Belt. Okay. Der macht hier Bretter. Jo, okay. Haben wir hier denn Bretter? Bretter haben wir vielleicht. Ja, Bretter haben wir eine ganze Reihe. 121 Planken. In eine Kiste gehen 32. Da passen also noch ein paar hin. Das sind 12 Kisten. Okay. Food haben wir, also Nahrungsmittel 66, Leben, also Getränke 552. Sieht noch gut aus. Wenn es weniger Nahrungsmittel werden, dann stellen wir mal die Getränkeproduktion ein, denn da wird ja einiges an Beeren zum Beispiel zu Saft oder zu Wein verarbeitet. Saft trinken ja die Gnome nicht. Muss schon Alkohol enthalten. Na gut, so, hier. Bronze. Was sind das? Copper Trap Base und Bronze. Irgendwas. Bringen Sie hier mal eine Falle raus, oder was? Denke nicht. Ich denke mal, die werden da jetzt gerade diese Trap Base irgendwo hingeräumt haben. Da oben hin. Natürlich. Und da liegt sogar eine Falle aus Kupfer. Oh Mann. Na gut, dann würde ich sagen, Build Mechanism, Self Power Trap, Spike Trap, Any Spike Trap. Die verbauen wir da. An der Stelle. Okay, eine Spike Trap. Wir haben zwei angeblich. Wie es da gerade stand. Tatsächlich haben wir zwei Kupfer Spike Traps. Na gut. Dann mache ich mal hier Cancel Job. Den abbrechen, den abbrechen, den abbrechen. Das alles abbrechen. Und Build Mechanism Self-Powered Trap. Spike Trap. Any Spike Trap. Eins und zwei. In dem Moment. Moment. Cancel Job. Bild. Wir bauen das ein bisschen weiter nach vorne. Hier vorne hin. Okay. Und die sollen hier bitte Spike Trap. Bronze Trap Base. Oh, Spike. Craft Spike Trap. 1, 2, 3, 4. Okay. Gut. Ich hoffe, das haut hin, dass man das hier hinkriegt. Und auch, dass man hier die Falle mal verbaut. So, dann können die Wände wieder hoch. Da haben sie gerade eine Schubkarre hingestellt. Naja. Okay, so, dann müssen wir mal gucken.
Ja, hier oben, das machen sie immerhin. Das ist mal nicht schlecht. Bauen muss noch ein bisschen wichtiger werden, vermutlich. Vielleicht bei den... Ja, Bilder bräuchten wir vielleicht auch. Ich nehme mal die Miner. Und da sage ich mal Bild, Move up. Dass die erst bauen und dann hier reinhacken und dann workshoppen. Ja, damit hier die ganzen Bauten mal ein bisschen vorankommen. So viele sind es ja gar nicht. Aber da, guck mal hier. Sound the Alarm, was heißt das? Ich weiß gar nicht. Wir klingeln die mal, wenn die nächsten Feinde kommen. Dann gucken wir mal, was das so bewirkt. Ich denke mal, dass alle vielleicht reingehen in die große Halle oder ja, irgendwo hinten. Also ich denke mal, die Truppen wird es nicht eher alarmieren, nicht bewaffnen. Das passiert ja halt sowieso automatisch. Ja. Zwei Fallen sind noch zu bauen. Das ist noch zu machen. Was macht der da? Der schleppt da irgendwie Erde weg. Ah ja, jetzt bauen sich hier oben die Fackeln. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Sehr gut. Ja, nicht schlecht. Das wird auch mal Zeit, damit da oben keine Monster auftauchen. Wäre ja auch fatal. Weil wir hier oben nämlich Schatten hatten. Da können, glaube ich, da können Monster auftauchen. Okay, so, dann haben wir das da vorne. Dann gucken wir mal hier. Geht das da was? Da kommt jetzt die nächste Falle. Ja, die bauen sie jetzt. Okay. Und die nächste Falle wird auch schon gebaut. Sehr gut. Dann müsste hier bald auch die Kugel hingesetzt werden. Und dann lassen wir die Kugel erstmal noch stehen. Bauen dann noch die eine oder andere Falle. Die werden ja jetzt hier produziert. Ah ja, und er macht hier auch seine Bronze. Davon haben wir auch genug von den Erzen. Sehr gut. Das passt also. Na, wunderbar. Dann gucken wir mal, was haben wir hier für wollen wir es? Linkages. Axle. Vertical Axle, Gearbox, used to connect mechanisms at different angles. Angles. Die Gears, also, ne, die Axles, also diese Achsen, die müssen wir ja noch irgendwo herstellen. Wenn die hier gebaut. Axle, yo, Any Rod. Aber das hatten wir ja schon. Dann könnte man vielleicht auch nochmal die einschieben. Linkage, Axle. Moment. Any Axle, ja. Bild. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich weiß das nicht. Vielleicht eine andere Vertical Axle. Die wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja nicht nach oben. Linkage? Nö, da muss das Axle sein. So, hier bitte die Verbindung hin und dann da vorne die Tür, die Wand. Device Mechanical Wall, Any Mechanical Wall. Awesome Mechanical Wall. Bild. Dahin. Oder muss das hier drauf? Auch das kann man so verbinden. Na, okay. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ach, guck mal hier, da wurde das entfernt. Endlich. Sehr gut. Machen wir mal normale Geschwindigkeit. Vielleicht ist auch das hier vorne entfernt worden. Ist es noch nicht.
Ja, das ist schon mal gut. Da können wir dann nämlich. Ja, da würde ich jetzt natürlich am liebsten die Mechanical Wall hinbauen. Aber dann machen wir Build Terrain Floor. Dann machen wir jetzt mal einen Holzplankenboden. Dann nehmen wir Pinienplanken. Da. Okay, und wird auch schon direkt gebaut. Dann können wir da vorne das daneben weggraben. Dig Hole. Da bitte. Kann man hier durch. Sehr schön. Dann haben wir da vorne eine kleine Brücke, die wir dann irgendwann durch diese mechanische Wand hier. Ah, Moment. Copper Hand Crank, Turn Crank. Sollen das hier noch irgendwie verbinden? Haut nicht hin. Gut, dann muss man wahrscheinlich noch eine weitere Verbindung machen. Eine weitere Axel bauen. Natürlich jetzt nicht gut. Deconstruct. Das bitte deconstructen. Und direkt hier drauf bauen. Und der kommt auch schon, um das zu entfernen. Build Mechanism Device Mechanical Wall. Kriegen wir dann gleich an. Ja, es braucht ganz schön lange, das wegzubauen. Mechanische Wand. So. Mechanical Wall, Any Mechanical Wall. Und die bauen wir jetzt. Moment mal, wir hatten noch die Verbindung. Das ist doch noch eine Bronze-Axel. Moment. Bild. Mechanism. Mechanisms at different angles. Passt eigentlich. Device Mechanical Wall. Vielleicht müssen wir es drauf bauen oder nochmal dahin setzen. Vielleicht war ja erst die Wand fertig. Ich habe das gerade nicht beobachtet. Naja. Okay, wie sieht's aus mit den Fallen? Da liegen schon Fallen. Nicht schon eine kupferne. Nein, eine bronzene Falle. Mechanism, Self-Power Trap, Spike Trap. Eine Bronze Spike Trap. Dahin. Ja, sehr gut. So, jetzt hier bitte mal Turn Crank. Output Power 0. Require Power 20, Total Require Power 21, Total Power 0. Total Require Power. Okay, dann brauchen wir vielleicht noch eine X unten drunter. Das wäre ja was. Nee. Okay, das wird nix. Ja, das kann man hier mal wieder abschalten. Macht nur Lärm. Craft Missing Ingredients. Turn Hand Crank, Worker Open. Required Mechanic. Nee, ich wollte das eigentlich nicht. Hier. War. Stop Turning Crank. Gut. Komisch. Okay, dann machen wir das hier mal alles wieder deconstruct. Die drei Teile da bitte mal entfernen. Dann kann man die mal irgendwann woanders verbauen. Naja, dann nicht so ganz funktioniert. Aber immerhin, die bauen jetzt hier weitere Fallen. Das ist schon mal schön. Die kommen dann demnächst auch alle noch in die Erde. Nahrungsmittel werden nicht weniger, das ist gut. Mehr werden es auch nicht, das ist nicht gut. Aber so passt das erstmal noch.
Und wir brauchen auf jeden Fall mal ein paar weitere Gnome. Ah ja, hier oben, das haben sie endlich entfernt, das ist schön. Dann kann man das hier oben nämlich. Nochmal, ich wollte das ja hier durch. Was hatte ich gesagt? Durch Stelzen. Durch Säulen. Wollte ich das abstützen. Und ich möchte hier einen Durchgang von unten nach oben schaffen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Platz, weil der Raum hier oben größer ist als der oben drüber. Deswegen wird er hier noch aufgeschüttet. Okay, das habe ich hier weggegraben. Warum eigentlich das? Weiß ich auch nicht so genau. Naja, ich habe mir vielleicht irgendwas dabei gedacht. Ich weiß nicht was. Was wir mal machen werden, ist hier die Wand zu tauschen. Das ist Replace Wall, Block Wall, Serpentin Block Wall. Das bitte tauschen. Okay. Gut, haben wir noch Serpentinblöcke? Ich denke mal, die werden noch hergestellt. Und ich denke auch, wir machen an der Stelle eine Pause. Was haben wir denn hier noch liegen? Handschuhe, oder? Leather Panels. So, wir machen an der Stelle eine Pause. In der nächsten Folge werden wir hier noch ein paar Fallen bauen und da haben sie wieder eine gebaut, sehr gut. Wollen wir mal gucken, ob wir das hier mit den Mechanismen rauskriegen. Gut, bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!